My background is in Soto Zen Buddhism, a Japanese form of Zen Buddhism. Mm-hmm. Mein Hintergrund ist, dass ich aus der Tradition des Soto Zen Buddhismus komme. Es ist eine Form des japanischen Zen Buddhismus. And you don't have, there are not many Zen teachers who come here, are there? Mm-hmm. Gibt es viele Zen Lehrer, die euch hier besuchen? Yes, yes. Ah, ja. He's a good friend. Ist sogar ein guter Freund. So that's it's a Japanese form, and my teacher was a student of Shunryu Suzuki Roshi, who you may know of. Meine Tradition oder mein Lehrer selbst war Schüler von Shunryu Suzuki Roshi, von dem ihr vielleicht auch gehört habt. And so I've been living and practicing with him for more than 35 years. Mit meinem Lehrer lebe ich zusammen und mit ihm übe ich schon seit mehr als 35 Jahren. And I live at the Zen Center. I've been living there for that whole time. Und ich lebe auch im Zen Center. Ich habe da die ganze Zeit über gelebt. My teacher is now 89 years old. Mein Lehrer ist derzeit 89 Jahre alt. And he's still pretty energetic. Und er hat noch ganz schön viel Energie. Sehr energetisch. And so I'm the vice abbot of our temple. Mm-hmm. Und ich bin der Vizeabt unseres Tempels. But because my teacher is so energetic and active, aber weil mein Lehrer so energetisch und aktiv ist, I've had an opportunity to experience Buddhism more widely in the world. Mm-hmm. Gab das mir die Gelegenheit, Buddhismus weiter oder an mehreren Teilen der Welt für mich zu erfahren. And we can talk about that. You may have some questions about that. Und darüber können wir auch sprechen. Vielleicht habt ihr genau darüber Fragen. For about 10 years, I've been working with what we call ex-untouchable Buddhists in India. Aha. Seit ungefähr 10 Jahren arbeite ich jetzt mit denen, die man die ehemaligen unberührbaren Buddhisten Indiens nennt. It's a very live and inspiring tradition to me. Das ist eine sehr lebendige und für mich auch sehr inspirierende Tradition. And also for a long time, I had, since 1991, I had been working and learning about the democracy movement in Burma. Und seit 1991 bin ich damit befasst und lerne auch über die demokratischen Entwicklungen, die in Burma am Laufen sind. And that was a very important transformation that happened, and it also has some problems, as you may be aware. Mm-hmm. Also das waren sehr wichtige und notwendige Transformationen, die dort stattgefunden haben, aber gleichzeitig gibt es natürlich auch Probleme, von denen ihr vielleicht auch gehört habt. So this year in April, I was part of a witness delegation that went to the Rohingya refugee camps in Bangladesch. Dieses Jahr im April bin ich Teil einer Delegation von Zeugen gewesen, die zu den Rohingya Camps nach Bangladesch gereist sind. That was a very powerful and painful experience. Das war eine sehr kraftvolle, aber auch gleichzeitig sehr schmerzhafte Erfahrung. But I live in a community, I have a community to return to, and I'm so grateful for that because I feel like it saved my life. Doch ich lebe in einer Gemeinschaft. Ich habe eine Gemeinschaft, zu der ich zurückfahren kann. Und ich glaube, das ist auch etwas. Ich glaube daran, dass mir das auch das Leben gerettet hat. So that's a little background. Das ist ein kleiner Hintergrund zu mir. Oh, also for more than 50 years, I've been playing different kinds of folk music. Und seit ungefähr mehr als 50 Jahren spiele ich auch verschiedene Arten Folk Music. And I made my living doing that. Ich habe damit sogar mein Geld verdient. Das war mein Job. It was a very bad living. Aber was für ein nicht besonders gut, schlechte Art, sein Leben zu verdienen. But it's a very wonderful community. Aber auch das ist eine wunderbare Gemeinschaft. And I see that as part of the world that I inhabit. Und ich sehe auch diese als einen Teil der Welt, die zu mir gehört oder zu der ich zähle. So we need to sing, we need to laugh. Wir müssen singen, wir müssen lachen. Along with the other requisites, you know, eating, wearing clothes and so forth. Mm-hmm. That's important to me too.
to be able to laugh, to be able to sing. Ja, neben den anderen Notwendigkeiten, die es halt so im Leben gibt, dass man vielleicht was isst oder Bekleidung hat, genauso ist es eine Notwendigkeit, dass wir singen und dass wir auch lachen können. So, I want to say a little about Roshi Bernie Glassman. Doch jetzt möchte ich etwas über Roshi Bernie Glassman erzählen. Do you know of him? Habt ihr schon mal von ihm gehört? Some do, some don't. Einige ja, einige wohl nicht. He passed away a week ago, on Sunday. Ja, er ist genau vor einer Woche, letzten Sonntag, gestorben. At the age of 79. Er war 79 Jahre alt. And I knew him for more than 25 years. Mhm. Ich kannte ihn mehr als 25 Jahre. I was not directly a student of his, but I was a student of his. Man kann, also ich war jetzt nicht ganz direkt einer seiner Schüler, aber ich war einer seiner Schüler. I paid attention to what he did and what he said. Ich habe genau aufgepasst, was er gemacht und gesagt hat. So he began life actually where I did, in an area of New York City called Brooklyn. Sein Leben begann dort, wo auch meines begann, in einer Umgebung New Yorks, in Brooklyn. And like me, of a Jewish background. Und er hatte genau wie ich einen jüdischen Hintergrund. But not particularly religious. Aber nicht wirklich religiös. And he became an engineer. Er wurde Ingenieur. And moved to California. Und ist dann nach Kalifornien gezogen. But he always had there was a spiritual voice in his head. Aber der hatte ständig eine so eine Art spirituelle Stimme, die in seinem Kopf war. And so he met his teacher, Taisan Mayazumi Roshi. Und so traf er seinen Lehrer, Taisan Mayazumi Roshi. Who, along with Suzuki Roshi and a couple of other people, was an early Japanese pioneer of Zen Buddhism in the United States. Der zusammen mit Suzuki Roshi und weiteren Lehrern zu den früheren Pionieren des Zen Buddhismus in den Vereinigten Staaten zählt. And Bernie became one of his first serious students. Und Bernie wurde einer der ersten seiner ernsthaften Studenten. He was very well trained. He knew all the ceremonies and rituals and forms. Bernie wurde wirklich gut ausgebildet. Er lernte die Zeremonien kennen, Rituelle, alle Formalitäten, was es zu lernen gab. And at a certain point he became an independent teacher and moved to New York. Und an einem bestimmten Zeitpunkt wurde er ein eigenständiger Lehrer und zog zurück nach New York. First he decided that he wanted his students to be involved in the world. Und erst überlegte er, dass er wollte, dass seine Schüler in die Welt eingebunden sind. So he created a bakery. Also hat er eine Bäckerei aufgemacht. And the bakery was first staffed by all of his students. Ja, genau. Und die ersten Angestellten in seiner Bäckerei waren alles seine Schüler. And then after a while he figured, this doesn't really make sense. Nach einer Zeit dachte er aber, ich glaube, so viel Sinn macht das jetzt doch nicht. Because the bakery was in a very poor, very, very poor area. Denn die Bäckerei befand sich in einem eher sehr, sehr armen, in einer armen Wohngegend. He said, why am I providing jobs for these Zen students? Warum gebe ich eigentlich diesen Zen-Schülern Jobs? When we're surrounded by desperately poor people. Wenn uns doch schwer arme Leute umgeben. Let's make jobs for them. Lass uns doch besser Jobs für die machen, kreieren. And that's what he did in late 1980s, early 90s. Und damit hat er in den späten 80ern, frühen 90ern begonnen. So he created the Grayston Bakery. Aha, die Grayston Bakery hieß es, die er erschuf. And he surrounded it with a whole structure of support. Ah ja, und die hat er umgeben, also mit einer gesamten, ja, Unterhaltungsstruktur, nicht im Sinne von Unterhaltung, aber etwas, was die zutrug. Job training. Also was man. Psychological work. Berufsausbildung, psychologische Arbeit. Child care. Kinderbetreuung, genau. And then housing actually. Und natürlich auch Unterbringung. And that's still going. Und das läuft immer noch. Das findet immer noch statt. So, in the course of his life, well, one of the things that he did after that, he started having retreats for his students and whoever wanted to join him in the streets.
jeder, der mitmachen wollte, seine Schüler oder andere, konnten mit ihm Retreat machen, auf der Straße. And on his 55th birthday, und an seinem 55. Geburtstag, he was sitting with people on the steps of the U.S. Capitol in Washington, D.C. hat er mit einigen Menschen auf den Stufen des U.S. Capitols in Washington gesessen. And he asked, und er fragte, what should a Bodhisattva do? Was sollte ein Bodhisattva machen? And what he decided, his vow, was had two parts. Und dann traf er einen Beschluss. Und dieser Beschluss oder dieses Gelübde hat zwei Teile. The first part is, I vow to feed all the hungry people. Der erste Teil lautet, ich schwöre oder ich lobe, dass ich alle hungernden Menschen ernähren werde. Ich werde ihnen Nahrung geben. And the second part of the vow was that in order to do this, he had to gather people around to work with him. Mm-hmm. Und der zweite Teil des Gelübdes war, um das zu vollbringen, müsste er Menschen um sich versammeln, die ihm helfen, das auszuführen. So with his wife at the time, who's now passed away. Mm-hmm. Mit seiner damaligen Frau, die jetzt leider verstorben ist. They decided to create a Zen peacemaker order. Haben sie einen Orden gegründet, den Friedensstifter, den Orden der Zen-Friedensstifter. And you may know of this because actually it's more alive in Europe than it is in the United States. Vielleicht habt ihr sogar davon gehört, denn die Tradition ist hier viel belebter, als sie in den USA ist. One of the things he did that same year or the next year, he started a bearing witness retreat in Auschwitz, Poland. Im selben Jahr oder ein Jahr im Anschluss begann er eine Art Zeugen-Retreat oder wir nehmen Zeuge oder wir werden wir nehmen gewahr, Retreat zu veranstalten, und zwar in Auschwitz in Polen. And they have been doing that for more than 20 years. Und das haben sie mehr als 20 Jahre lang gemacht. And in fact, one ended yesterday. Genau, tatsächlich hat eines davon gerade gestern aufgehört. And it's interesting, it ended today, I think, is the anniversary of the end of World War I. Es ist auch interessant, denn heute gleichzeitig feiern wir das Ende des Ersten Weltkriegs. Is that right? Stimmt das? Yeah. I mean, those are separate things, but without World War I, there would not have been World War II. Mm-hmm. Es sind zwar an sich getrennte Geschehnisse, dennoch ohne den Ersten Weltkrieg wohl den Zweiten Weltkrieg auch nicht gegeben. So we recognize in history, in our minds, in our lives, everything is connected. So können wir erkennen in der Geschichte, in unserem Geist, in unserem Leben, dass die Dinge alle miteinander verbunden sind. So when he created this peacemaker order, he was already making a big change in his life. Als er den Orden der Friedensstifter erschuf, hatte er bereits eine große Veränderung in seinem Leben begonnen. I'm not sure how happy his teacher was with this. Ich kann nicht sagen, wie glücklich sein Lehrer damit gewesen sein mag. Because really, he took off his robes. Denn er hat seine Roben abgelegt. He grew a beard. Er hat sich einen Bart wachsen lassen. Grew his hair. Hat seine Haare wachsen lassen. And did not want to maintain the formalities of Zen Buddhism. Und hatte keine Absicht, die Formalitäten des Zen Buddhismus weiter aufrechtzuerhalten. He became what in the Zen tradition one of our great teachers, Hakuin Zenji, called a true person of no rank. In unserer Tradition gibt es den Hakuin Roshi, der einmal gesagt hatte, es gebe Menschen, die sind wahrhafte Personen, ohne irgendeinen Rang zu haben. A true person, ja, ein wahrhafter Mensch ohne Rang. Right. Or in Yiddish, which borrowed the word from German, a Mensch. Ja. Oder das, was wir im Jiddischen sagen, wir haben das Wort a Mensch. Genau, yeah. Das. In Yiddish, this implies a person of integrity and respect. Mm-hmm. In Yiddish meinen wir damit tatsächlich eine Person, die voll bei sich ist und der Respekt gebührt. And Bernie took it further. Bernie hat es aber noch weiter getrieben oder ist noch weiter gegangen. So, he was a Zen master. Then he became a clown. Er war ein Zen-Meister und dann wurde er zum Clown. And, you know, if you took him too seriously,
he would put on a red nose. Und wenn man ihn zu ernst genommen hat, hat er sich eine rote Nase aufgesetzt. And he had a clown teacher. Und er hatte sogar einen Clownlehrer. And who taught him how to do clowning? A really wonderful person. Der ihm wirklich gezeigt hat, wie man Clownereien anstellte. Ein wunderbarer Mensch. So he was a Zen teacher, a clown. With the Greyston Bakery and Foundation, he was a social entrepreneur. Also er war ein Zen-Lehrer, ein Clown. Er hatte die Greyston Bakery aufgebaut. Er war ein sozialer Unternehmer. And of course he was a husband, a father, and an activist. Und er war auch ein Ehemann, ein Vater und ein Aktivist. He did not allow himself to be pinned down in any one role. Und er hat nicht gestattet, dass man ihn auf eine einzige Rolle festnageln ließe. One way that I relate to this is the Dharma name that my teacher gave me. Ich kann einen Bezug dazu finden über den Dharma-Namen, den mein Lehrer mir gegeben hat. So in my tradition we get two names. Each one has two Japanese characters. In meiner Tradition bekommt man zwei Namen. Jeder Name besteht aus zwei japanischen Schriftzeichen. The first name which I use is Hosan, which means Dharma Mountain. Der erste Name, den ich benutze, ist Hosan, was Dharma Berg bedeutet oder Berg des Dharma. That's a very nice name. Das ist ganz hübsch, ne? Schöner Name. The second name that my teacher gave me is Kushigi. Und der zweite Name, den mein Lehrer mir verpasste, ist Kushigi. That's actually the official name. Das ist der offizielle Name. And what it means in Japanese, ku means empty or formless. Und was es bedeutet? Der Teil ku bedeutet leer oder ohne Form, formlos. And shiki means form. Ah, shiki. Und shiki bedeutet Form. So I'm Mr. Formless Form. Mein gestatten, ich bin Herr formlose Form. At first I had a lot of trouble with this name. Anfangs hatte ich echt Schwierigkeiten mit diesem Namen. And our Japanese friends, they had a lot of trouble with this name. Und auch unsere japanischen Freunde hatten echt Schwierigkeiten mit diesem Namen. They would say, "Oh, what a wonderful name." Und die haben gesagt, "Oh, toller Name." Which meant that's the stupidest thing I ever heard. Was übersetzt bedeutet, das ist das Bescheuerteste, was ich jemals gehört habe. It's not a typical Buddhist name. Man kann sagen, es ist nicht wirklich ein typischer buddhistischer Name. But it's a wonderful name because I've had to grow into it. Aber es ist ein wunderbarer Name, denn ich hatte die Aufgabe, da hineinzuwachsen in diesen Namen. How to be formless in the world and the realm of form. Ja, wie stelle ich es an, formlos zu sein in einer Welt, in einem Bereich, die aus Form besteht? How to be natural in a formal situation. Wie stelle ich es an, natürlich zu sein in einer formalen Situation, in einem formalen Anlass? And how to be formal, clear in a situation where everything is confusing. Und wie bewahre ich meine Form, wie bleibe ich klar in einer Situation, in der alles verwirrend ist? That was a great gift from my teacher. Und ich glaube wirklich, das war ein großartiges Geschenk von meinem Lehrer. And something that I feel in common with Bernie. Und ich glaube, das ist etwas, das ich spüre, dass es das ist, was ich mit Bernie gemeinsam habe. So, when he formed this peacemaker, Zen peacemaker order, there were three tenets, three guidelines, the rules that he articulated. Als er den Orden der Friedensstifter begründete, gab es drei Lehrprogramme, kann man sagen, oder drei Artikel, worauf er basierte. And this is the heart of what I'd like to talk about and discuss with you as Bodhisattva practice for all of us. Und genau darüber möchte ich, also das ist das Herz dessen, worüber ich heute mit euch sprechen möchte, wenn wir über die Anwendung der Bodhisattva Praxis hier reden. These three tenets begin with the practice of taking refuge. Diese drei Lehrmeinungen beginnen natürlich mit der Übung der Zufluchtnahme. The taking refuge is common to all Buddhist traditions, right? Die Zufluchtnahme ist allen buddhistischen Traditionen gemeinsam, richtig? Taking refuge in Buddha, Dharma, Sangha. Wir nehmen Zuflucht in Buddha, Dharma und Sangha.
Usually we think of taking refuge as finding a place of safety. Für gewöhnlich denken wir darüber über den Begriff Zuflucht, dass wir einen Ort finden, der uns Sicherheit gibt. We have this in our Christian tradition too. Und in unserer christlichen Tradition gibt es sowas auch. Not in Buddha Dharma Sangha, but to take refuge in Christ, to take refuge in God. Vielleicht nicht in Buddha Dharma und Sangha, aber dass wir doch Zuflucht suchen in Christus und in Gott. But in Japanese, the word that gets translated for taking refuge is an interesting word. Im Japanischen ist das Wort, von dem aus man Zufluchtnahme übersetzt hat, ein sehr interessantes Wort. The word is, it's pronounced kie, K-I-E. Das Wort heißt kie, K-Y-E. And the implication of this word is like to plunge into, to dive into, to enter completely. Aha. Und es bedeutet, es hat mehr die Bedeutung, dass es etwas ist, in das man sich hineinbegibt, in das man hineinspringt, in das man völlig eintaucht. So, to take refuge is to plunge into Buddha, to plunge into Sangha, to plunge into Dharma. Zuflucht nehmen bedeutet hier, in den Dharma, in den Buddha einzutauchen, in den Dharma einzutauchen, in den Sangha einzutauchen. So this is the beginning of our path as Buddhists, for all of us. Das ist der Beginn unseres Pfades, alle der Buddhisten, alle, wir alle machen das. I'm remembering one of my teachers, a woman named Blanche Hartman. Ich erinnere mich an eine meiner Lehrerinnen, eine Frau namens Blanche Hartman. We have a sewing tradition in Soto Zen. We sew our robes. Im Soto Zen gibt es eine Tradition des Nähens. Wir nähen unsere eigenen Roben. And you can see this robe is constructed in the form of rice fields. Und man kann, ihr könnt es vielleicht erkennen, also diesen Teil der Robe ist geschaffen in der Form eines Reisfeldes. And so our small robe is like this and our full robe is the same pattern. Also unsere kleine Robe sieht so aus und die große auch. Also es ist dasselbe Muster, ob groß oder klein. And it's stitched together. Und es ist zusammen genäht. And so what Blanche taught us is you take refuge with every stitch. Und Blanche hat uns beigebracht, dass wir Zuflucht nehmen mit jedem einzelnen Stich. Every time you make a stitch, you say Namu Kie Butsu. Ah, jedes Mal, wenn wir einen Stich machen, sagen wir Namu Kie Butsu. Ich tauche ein in den Buddha. You take refuge in Buddha with every stitch. Du nimmst Zuflucht zu Buddha mit jedem einzelnen Nadelstich. So what she described was, you have the needle. Was sie beschrieben hat, also du hast hier die Nadel. And with the needle you plunge into this Buddha field. Und mit dieser Nadel stichst du ein in dieses Buddha-Feld. So this is the first stage. Das ist also die erste Ebene. From there we begin our practice. Von dort geht's los, dort startet unsere Praxis. And so what Bernie said was, taking refuge, I vow to live my life according to these three tenets. Was Bernie gesagt hat, wenn ich Zuflucht nehme, dann schwöre ich oder gelobe ich, dass ich mein Leben anhand dieser drei Leitlinien, genau, Richtlinien, programmatische Richtlinien, sehr deutsch, aber so könnten wir es lassen, dass ich mein Leben danach ausrichte. So the first one is not knowing. Der erste Artikel ist nicht zu wissen. He says not knowing, giving up fixed ideas about ourselves and the universe. Not knowing, nicht zu wissen, bedeutet fixe Ideen, die wir von uns haben und vom Universum haben, aufzugeben. The second tenet is bearing witness. Der zweite Artikel bedeutet, ein Zeuge zu sein oder etwas zu bezeugen. Bearing witness to the joys and sufferings of the world. Die Leiden und die Freuden der Welt zu bezeugen. And the third one, his version kept changing. Und die dritte, allerdings muss man sagen, dass seine Version sich immer wieder ein bisschen geändert hat. But originally it was loving action. Ursprünglich hieß es mal liebende Aktion, liebendes Tun. Loving action for the world and ourselves. Liebendes Tun für die Welt und für uns selbst.
And I'll talk about my version of it when we get to that. Mm-hmm. Und ich werde meine Version auch vorstellen, oder wir werden darüber sprechen, wenn es soweit ist. So these are the three tenets. Das sind also die drei Programmpunkte. So for the first one, not knowing. Zum ersten also des Nichtwissens. It's at the heart of the Buddha's teachings. Das also befindet sich im Herzen, oder das ist das Herz der buddhistischen Belehrung. You know the word prajna, yes? Ihr habt das Wort Prajna schon mal gehört, ja? Which we usually translate as wisdom. Üblicherweise übersetzen wir das als Weisheit. But when you look at it, when you look at the word in its Sanskrit, in its original. Mm-hmm. Wenn wir uns das Wort im Sanskrit, im Original, in der Originalsprache ansehen. It breaks down as, it really translates as something like before thinking. Wenn wir uns das wortwörtlich übersetzen würden, dann hieße es dort, bevor wir mit dem Denken beginnen, bevor der Gedanke beginnt. Pra means before. Pra bedeutet vorher, bevor. Jna means thought or thinking. Jna bedeutet Gedanke oder das Denken. Prajna. So, wisdom is what happens before we make a concept about something and put it into a box. Weisheit ist das, was passiert, bevor wir anfangen, ein Konzept über etwas zu haben und dieses Konzept in eine Schachtel stecken oder in eine Schublade stecken. There are a couple of Zen stories which I'll tell you about this. Es gibt da einige Zen-Geschichten, über die ich euch erzählen möchte. You probably don't study these stories or koans, do you? Wahrscheinlich übt ihr jetzt nicht Koans oder ähnliche Geschichten, oder? No. These are supposedly the record of dialogues that happened between teachers and students in the Tang Dynasty of China, maybe 600, 700, 800 Christian era. Also man geht davon aus, dass die Geschichte ist, dass dieses Dialoge sind, die zwischen Lehrern und Schülern stattgefunden haben in der Tang Dynastie zwischen 600 und 800 nach Christus. So the first story I'll tell you is the teacher Titsong asked Fa Yan, "What is your journey?" Die erste Geschichte geht wie folgt. Titsong fragte Fa Yan, "Was ist deine Reise? Auf welcher Reise befindest du dich?" Fa Yan said, "I'm going around on pilgrimage." Fa Yan antwortete, "Och, ich gehe auf Pilgerreise. Ich bin auf Pilgerschaft." Titsong said, "Well, what do you expect from pilgrimage? What do you think you're going to get out of this?" Mm-hmm. Titsong sagt, "Was erwartest du von deiner Pilgerreise? Was glaubst du, was wirst du da erlangen?" Fa Yan said, "I don't know." Fa Yan sagte, "Ich weiß es nicht." Titsong said, "Not knowing is most intimate." Titsong antwortete darauf, dass nicht zu wissen ist das allerintimste, das allernächste. So that not knowing is what Suzuki Roshi spoke of as beginner's mind. Das Nichtwissen ist das, wovon Suzuki Roshi sprach, als er vom Geist des Anfängers sprach, beginner's mind. He said, in the beginner's mind, there are many possibilities. In the expert's mind, there are few. Er sagte, im Geist der Anfänger gibt es viele Möglichkeiten. Im Geist der Experten finden wir nicht so viele davon. So when you say not knowing is most intimate, what I think about is, wenn wir also sagen, dass das Nichtwissen das Allerintimste oder das Nächste und Tiefste ist, meinen wir damit, what did you experience the first time you walked into this room? Was hast du erfahren das allererste Mal, als du in diesen Raum gekommen bist? You see all these books, all these statues, all these images. Habt ihr all die Bücher gesehen, die Statuen oder die Bilder, die hängen? And I bet that most of you really had no idea what was going on. Und ich wette, die meisten von euch hatten auch keine Ahnung, was hier überhaupt abgeht, was hier passiert. And you knew you didn't know, right? Und ihr wusstet, dass ihr es nicht wusstet, richtig? That throws us back to something really deep. Und das wirft uns zurück auf etwas sehr, sehr Tiefes. That's what he meant by most intimate. Und das ist das, was mit dem Allerintimsten, mit dem Tiefsten meinte. I remember walking into our zendo, our meditation hall,
Shortly after I had begun practicing. Ich erinnere mich noch, wie ich in unseren Zendo, in unsere Zen-Meditationshalle gekommen bin oder wie ich hineinlief, kurz nachdem ich angefangen hatte, die Praxis zu üben. And it was the first night of a long, a 7-day retreat. Und es war die erste Nacht eines langen Retreats, das 7 Tage lang dauerte. And some people were going to sleep in the Zendo. Everybody, the Zendo was full of people and the energy was totally different than what I had experienced. Ein paar Leute waren schon dabei einzuschlafen, da würden halt Leute also auch sitzen und bleiben in diesem Zendo und die Energie war vollkommen anders als was ich mir vorgestellt habe. And I just thought, wow, there's something really different going on here today. Und ich dachte, hier geht aber echt was ganz anderes heute ab. Was ist das? It's like, I don't know what it is, but I want to find out. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich möchte herausfinden, was es ist. That was 35 years ago. Das war vor 35 Jahren. And I haven't missed one of those retreats for all those years. Und in all den Jahren habe ich keins dieser weiteren Retreats verpasst. And I still don't know what's going on. Ich weiß immer noch nicht, was da los ist. If you know, you can tell me. Falls ihr es wisst, bitte sagt mir gern Bescheid. Sagt's mir. So the second story. Die zweite Geschichte is about the first ancestor of Zen. Bodhidharma. Die handelt von dem ersten Ahnen des Zen, Bodhidharma. Supposedly he brought this Zen practice, basically seated meditation, from India to China. Es wird vermutet, dass Bodhidharma die Hauptpraxis des Zen, nämlich das Sitzen, nach Japan aus China brachte. And his reputation got around and so the emperor wanted to meet him. Und sein Ruf setzte sich fort und der Kaiser wollte ihn treffen. I'm sorry, I just you said brought it to China from India, right? Yes. Yes. Entschuldigung, ich habe einen Landübertragungsfehler gemacht. Bodhidharma brachte die Hauptpraxis des Sitzens von Indien nach China. Entschuldigung. So he met Emperor Wu. Emperor Wu of Liang asked the great master Bodhidharma, what's the highest meaning of the holy truths? Der Kaiser Wu von Liang fragte den großen Meister Bodhidharma, was ist die höchste Bedeutung der heiligen Wahrheiten, aller heiligen Wahrheiten? And this is Emperor Wu, I should say, had built a lot of temples and he had paid for a lot of monks and he thought he was living the holy life. Emperor Wu, muss man dazu sagen, war ein Kaiser, der viele Tempel gebaut hatte, der Mönche unterstützte und der von sich dachte, er würde schon ein sehr heiliges Leben führen. So he asked, what is the highest meaning of the holy truths? Der fragte also, was ist die höchste Bedeutung der heiligen Wahrheiten? And Bodhidharma said, empty, without holiness. Bodhidharma sagte, leer, ohne Heiligkeit. He's saying, there's nothing holy. Also grundsätzlich sagte er, es gibt nichts Heiliges. And the emperor was kind of shocked. He said, who is talking to me? Who is facing me? Und der Kaiser war schon ein bisschen schockiert und sagte, wer redet denn da mit mir? Wer blickt mich an? Wer erblickt mich? And Bodhidharma said, I don't know. Und Bodhidharma antwortete, ich weiß es nicht. And the emperor didn't understand. He was just confused. Der Kaiser aber hat ihn nicht verstanden. Er blieb verwirrt. And Bodhidharma, with that, he just turned around and walked away into another kingdom. Und nachdem dies geschah, hat sich Bodhidharma abgekehrt und wanderte weiter in ein weiteres Königreich. So, this not knowing is the first step in our wandering in the world. Das Nichtwissen ist der erste Schritt, mit dem wir in der Welt umhergehen oder ja unsere Wanderschaft beginnen. But if we hold on to it, aber wenn wir dranbleiben, then it's just stupidity. Dann wird es zur Dummheit. This not knowing means entering each circumstance of our life and our community's life without a fixed idea of what should happen or what will happen. Dieses Nichtwissen, von dem wir hier sprechen, bedeutet, dass wir, wann wir unsere Gemeinschaft betreten oder wann wir mit anderen Menschen uns in der Welt begegnen, dass wir einfach nur keine fixierten Vorstellungen haben von den Dingen, die uns erwarten oder uns entgegenkommen. We can try to bring, I think that a Bodhisattva
and us as bodhisattvas try to bring open eyes, open ears, and an open mind to the moment. Ich kann mir vorstellen, dass ein Bodhisattva oder Bodhisattvas wie wir dieses versuchen sollten, offene Augen, offene Ohren und einen offenen Geist den Situationen entgegenzubringen. Usually what happens is we start making up a story about what's going on. Was normalerweise passiert ist, dass wir uns eine Geschichte erschaffen oder eine Geschichte machen über das, was da gerade vor sich geht. We have to be really patient with ourselves and forgive ourselves for making up these stories. Wir müssen aber auch sehr geduldig sein und auch in der Lage sein, uns zu vergeben dafür, dass wir diese Geschichten kreieren, hervorbringen. And remember that the stories are just something we're making up. Und uns daran erinnern, dass diese Geschichten, die wir da basteln, eben wirklich nur Geschichten sind, die wir gebastelt haben, die wir uns ausgedacht haben. And hold that idea of not knowing, that openness, that open field. Und stattdessen die Idee des Nichtwissens halten, bewahren, des geöffneten Feldes, des offenen Raums. The Paramita Shanti, you know that word. Shanti, ja, genau. Yeah. Also genau, also Geduld ist ja auch ein Paramita, Shanti auf Sanskrit. Ja, yeah. K-S-A-N-T-I. K-S-A-N-T-I, Kshanti, really? Yeah, not Shanti Peace. Ale, okay. Kshanti. Ah, Kshanti, okay. Yeah. Geschrieben wird es K-S-A-N-T-Y, Kshanti. Das ist das Paramita. Yeah, it's the third Paramita. Das dritte, ja, in Tibetan ist super. Yeah, that's, to me, that's the most important thing. And that goes to the next one. So not knowing, and then the second tenet is called bearing witness. Genau, also das dritte Paramita ist mir persönlich eins der allerwichtigsten und es passt ganz gut, dass wir jetzt in den nächsten Schritt machen zu dem Punkt oder zu dem Artikel, den wir nennen, etwas zu bezeugen oder Zeuge sein von etwas. So I want to read you something from the Peacemakers website. Okay, ich möchte euch jetzt etwas vorlesen, das auf der Webseite der Friedensstifter steht, der Peacemakers. It's the role of the Bodhisattva to bear witness. The Buddha can stay in the realm of not knowing, the realm of blissful non-attachment. Es ist die Rolle des Bodhisattvas, Zeugen zu sein. Der Buddha kann sich im Bereich des Nichtwissens aufhalten, der Bereich, der ein von glückseligem Nicht-Anhaften. The Bodhisattva vows to save the world. Der Bodhisattva aber schwört, die Welt zu retten. Therefore, to live in the world of attachment. Und muss daher in einer Welt voller Anhaftung leben. For that is also the world of empathy. Denn diese ist genauso die Welt der Empathie. Passion and compassion. Der Leidenschaft und des Mitgefühls. Ultimately, she accepts all the difficult feelings and experience that arise as part of everyday life as nothing but ways of revelation. Letztendlich akzeptiert sie, der Bodhisattva, all diese schwierigen Gefühle und Erfahrungen, die erscheinen als ein Teil des Alltagslebens, die aber nichts anderes sind als eine Art der Enthüllung. Each of these feelings or thoughts or experiences points to the present moment as the moment of enlightenment. Jedes dieser aufscheinenden Gefühle, Gedanken zeigt den gegenwärtigen Moment als einen Moment der Erleuchtung. So if our mind is open and not knowing, bearing witness naturally flows from that. Wenn unser Geist also offen ist, er im Nichtwissenzustand ist, dann ist das Zeuge sein von etwas, das uns ganz natürlich zufließt. Some of us visit people who are dying, sitting by a loved one's bed, holding her hand or head. Einige von uns kennen das, wenn wir Freunde, Familie, Verwandte besuchen, die im Begriff sind zu sterben. Wir sind bei ihnen, wir sitzen an ihrem Bett, halten deren Hände. We see someone that we know is suffering. Wir sehen jemand, den wir kennen, der leidet. And in our perception of that person is suffering, we move into oneness with that person. Und in der Wahrnehmung der Person, die wir leiden sehen, bewegen wir uns in eine Einheit, in das Einssein mit dieser Person und mit der Wahrnehmung. So we may fall in, we may bear witness, as I did, to
Rohingya refugees in Bangladesh. Und auf diese Weise werden wir zum Zeugen, so wie es mir geschehen ist, mit Rohingya Flüchtlingen in Bangladesch. Or Syrian refugees here in Germany. Oder syrischen Flüchtlingen hier in Deutschland. Or the earth that is suffering under the burden of pollution and exploitation. Oder der Welt, der Erde, die gerade leidet unter dem Gewicht von Verschmutzung und Ausbeutung. And in our meditation, that is where we cultivate the essence of this patience that you are asking about. Und in unserer Meditation kultivieren wir die Essenz der Geduld, über die wir gerade gesprochen haben. But it doesn't stay in meditation. Aber es bleibt auch nicht so in der Meditation. If it stays in our meditation, it's really useless. Ach so, sie bleibt nicht alleine dort in der Meditation. Bliebe sie nur dort, dann wäre sie nutzlos. So to me, I think it's different. The word is different in Germany, in German. This expression, bearing witness. Wahrscheinlich, also gibt es hier einen unterschiedlichen Ausdruck, wenn wir über, also das Zeuge sein von etwas, bearing witness, meinen. Wahrscheinlich ist es hier im Deutschen ein bisschen anders. So, in English, this word bear, B-E-A-R, has a number of different meanings. Im Englischen bedeutet das Wort bear. Also wenn man es wortwörtlich übersetzt, heißt es tatsächlich auch ertragen. Also es gibt mehrere Bedeutungen für das Wort bear. So first bearing witness means just carrying yourself to a place where you are willing to see, where you're seeing what is happening. Erstmal bedeutet also das Wahrnehmen oder Zeuge sein von etwas, sich selbst zu einem Ort bewegen, wo man in der Lage ist, eine Situation wahrzunehmen, eine Situation zu sehen. And then the second implication is that we carry the witness that we have to our community, to those around us. Und das, was wir, der zweite Teil bedeutet, dass wir der Zeuge, den wir sind, sozusagen in eine Gemeinschaft tragen, um dort dann ein Zeugnis abzulegen. But in order to do either of those things, we have to have patience. Aber um eins oder um das überhaupt vollbringen zu können, müssen wir an vorderster Stelle Geduld haben. That means we have to be able to bear what we're seeing. Das heißt, wir müssen in der Lage sein, zu ertragen, was wir sehen. We have to be able to endure. Wir müssen in der Lage sein, auszuhalten. What we are seeing or what the situation is that we are entering. Was wir sehen oder was gerade die Situation darstellt, in die wir uns hineinbegeben. So in our tradition, again, there's a training in meditation about this. In unserer Tradition haben wir auch eine gewisse Übung oder eine gewisse Meditationsübung, wo wir uns genau darin üben. In our retreats, we do a lot of sitting. In unseren Retreats sitzen wir viel. Your legs hurt. Dann tun die Beine weh. Other parts of your body may hurt. Andere Teile des Körpers können auch anfangen, weh zu tun. And if your body's not hurting, then probably something in your mind is hurting. Und wenn dein Körper dir nicht weh tut, tut dir bestimmt irgendwas in deinem Geist. It's going to be one or the other. Und ist es entweder das oder das andere, das eine oder andere. And the instruction is, just to sit with that. Hier ist die Anweisung, einfach nur damit zu sitzen. You can begin to understand the nature of impermanence. Und darüber beginnt man, die Natur der Vergänglichkeit zu verstehen, zu begreifen. You won't be in that pain forever. Man muss nicht oder ihr werdet nicht in diesem Schmerz für immer verweilen müssen. At some point, the bell will ring and you'll get up and do walking meditation. An einem gewissen Punkt wird die Glocke läuten und dann steht man auf und man macht Lauf, also die Meditation des Gehens, Gehmeditation. And even we know in loss or grief, und selbst wenn wir so etwas wie Verlust oder Trauer erleben, we don't forget the loss or the grief, vergessen wir nicht den Verlust oder die Trauer, but it moves in us in a different way. Aber trotzdem verändert sie sich. Sie verläuft in uns auf eine andere Art. Sie vergeht. So at the heart of bearing witness is, first of all,
seeing what is right in front of us. Also im Herzen oder in der Essenz bedeutet das Zeuge sein von, erst zu sehen, was sich vor uns befindet. And seeing into its impermanence, that situation, whatever it is that we're going to, whatever it is we're seeing, is subject to change. Und damit auch seine oder die Vergänglichkeit zu sehen. Das, was wir sehen, wissen wir, ist dem Wandel unterworfen. Now it may be that change is for the better or for the worse. Es kann natürlich sein, dass die Veränderung sich zu etwas Besserem oder auch zu etwas Schlimmerem wandelt. According to our opinion. Je nachdem, was für eine Glaubens- oder was für einen Glauben wir dazu haben, welche Meinung wir dazu haben. Entsprechend unserer Ansichten. I'm thinking about my oldest friend. Ich denke gerade an meinen ältesten Freund. We have been friends since high school, since we were 13 years old. Wir sind Freunde seit der High School, da waren wir 13 Jahre alt. He had a very aggressive cancer. Er litt einen sehr aggressiven Krebs. And I came across the country to be with him when he was dying. Und ich habe einmal das Land überquert, um bei ihm zu sein, als er starb. I don't know if his dying was good or bad. Ich weiß nicht, ob sein Sterben gut oder schlecht war. I don't. At a certain point, you can't think in those terms. An einem gewissen Punkt reichen diese Begriffe nicht mehr aus. Darüber kann man nicht denken. So kann man nicht mehr denken. He's gone, which is a loss. Er ist fort, und das ist ein Verlust. He's also not suffering, which is good. Gleichzeitig leidet er nicht, und das ist gut. So when he died, also als er starb, I felt this whole, you know, this fountain of emotions. Habe ich diesen ganzen Quell, diesen Springbrunnen an Emotionen, Gefühlen erfahren. So deep grief and relief came up together. Tiefe Trauer und gleichzeitig auch eine Entlastung kamen zusammen oder erschienen zusammen. So we can't say what the character of impermanence is, aside from the fact that it is universal. Wie sollen wir also den Charakter, die Eigenschaft der Vergänglichkeit wirklich benennen, außer dass wir wissen, dass sie allumfassend ist? And this is why this paramita, the perfection of patience, needs to be the underlying principle to bearing witness. Und darum muss das Paramita der Geduld, die Vervollkommnung der Geduld, die Grundlage sein für das, was wir Zeuge sein von etwas nennen. I was looking around to see if there's a figure of Avalokiteshvara. Ich gucke gerade um, ob wir hier eine Figur, eine Statue von Avalokiteshvara sehen. Das ist eine weiße Tara. That's a Tara. Yeah. Some figures of Avalokiteshvara have multiple heads. Genau. Ja. Genau, manche Abbildungen von Avalokiteshvara sind gezeigt, wo er halt verschiedene Köpfe hat oder viele Köpfe. It's because there's so much suffering in the world that her head has to split into a number of different faces so that she can actually bear witness to all of it. Die vielen Köpfe sind dazu da, das Leid in der Welt ist so umfassend und so vielzählig, dass Avalokiteshvara ihren Kopf in viele aufteilen muss, um all das Leid wahrzunehmen. So in our translation, it's interesting, we describe Avalokiteshvara or Guan Yin as one who sees the cries of the world. In unserer Übersetzung beschreiben wir oder kennen wir Avalokiteshvara oder auch Guan Yin als die das Weinen oder die Schreie der Welt wahrnimmt. Ne, das Weinen der Welt wahrnimmt. Not hears the cries of the world, sees the cries of the world. Nicht hört, sondern sieht. Takes it all in. Dieses alles in sich aufnimmt. That's bearing witness. Das bedeutet es, Zeuge von etwas zu sein, etwas zu bezeugen. And that leads to the third tenet. Und das bringt uns jetzt zum nächsten Punkt, zum dritten Artikel. So we think about Avalokiteshvara. I can't see that. Is that, does Avalokiteshvara, are there many arms? Yeah, the thousand arms. Thousand arms.
Ich kann aber Lukita Schwader nicht so gut sind. Sind da viele Arme? Und ich sagte, ja, ist es der Tausendarmige. Ja. So the third tenet is the way Bernie framed it was loving action for the world and ourselves. Der dritte Punkt oder der dritte Artikel ist, so wie Bernie es ausgedrückt hat, liebevolle Aktion für uns und für die Welt. I have a version of this. Mm-hmm. Ich habe eine Version davon hier. And that is, the third tenet is appropriate response. Mm-hmm. Und dieser dritte Punkt, wir könnten ihn auch anständige oder angemessene Antwort nennen. So there's again a Zen story about this. Mm-hmm. Und dazu gibt es auch eine Zen-Geschichte. A monk or a student asked Zen Master Umon, what is the teaching of the Buddha's whole lifetime? Ein Mönch oder auch ein Schüler fragte den Zen-Meister Umon, was ist die Belehrung des gesamten oder des vollständigen Lebens des Buddhas? Umon said, an appropriate response. Und Umon sagte, eine angemessene Antwort. So just the response that is appropriate to meet the situation. Also nur eine Antwort, die angemessen ist, die Situation, der Situation zu begegnen. This is why when you look at these wonderful statues of Avalokiteshvara, she has often 1,000 arms. Das ist also, wenn man sich diese Statuen von Avalokiteshvara ansieht, manchmal hat sie 1,000 Arme. And each one has a tool or something in it. Mm-hmm. Und in jedem befindet sich eine Art Werkzeug, manchmal. It's like the cosmic Swiss Army knife. es ist wie das kosmische Schweizer Taschenmesser. Yeah, she has just the right tool for every situation. Sie hat das richtige Werkzeug für jede Situation bei sich. So she can offer, first she bears witness. Zunächst einmal wird sie Zeuge von etwas und dann? Ah, but actually. So do you study the Heart Sutra? Studiert ihr oder kennt ihr das Herz Sutra? So you have Avalokiteshvara, the Heart Sutra, Avalokiteshvara, Bodhisattva, coursing in emptiness, yes? Mm-hmm, genau. Also da kennt ihr, dass Avalokiteshvara, der Bodhisattva Avalokiteshvara sich in Leerheit meditiert. So the state that she comes from and returns to is not knowing. Mm-hmm. Der Zustand, aus dem Avalokiteshvara auftaucht und in dem sie verweilt, ist nicht wissen. She is the Bodhisattva of compassion. Sie ist der Bodhisattva des Mitgefühls. But she's also coursing in prajna. Aber coursing. Traveling. Yes, she's mm-hmm. practicing prajna. Mm-hmm. Gleichzeitig bewegt sie sich auch im prajna. Sie übt prajna. Sie reist dadurch. Which, as I said, translates as before thought. Und wie wir jetzt wissen, habe ich diesen Begriff Prajna übersetzt vor dem Gedanken, vor dem Denken. From that, she bears witness. Aus diesem Zustand heraus bezeugt sie oder wird sie zur Zeugin. And then has all of the tools and the skills to to respond appropriately. Und dadurch hat sie all diese Werkzeuge, all das, was sie braucht, um eine angemessene Antwort zu geben. Oder angemessen sich zu äußern. So, because she has the right tools, weil sie die richtigen Werkzeuge she's hat, able to take responsibility for the situation that she sees. Kann sie sich auch oder kann sie Verantwortung für die Situation übernehmen, die sie wahrnimmt, die sie sieht. So in English, this word responsibility is, we can play with that a little. Mm-hmm. Im Englischen können wir mit dem Wort responsibility, Verantwortung, ein bisschen rumspielen. Ability to respond. Ability to respond. Die Fähigkeit zu antworten, auf etwas einzusteigen. We don't have that in German, unfortunately. Right, right. So that's the third tenet. Das ist also der dritte Punkt. You do what? Verantwortung. In Antwortung is answer, response, Antwort. Uh-huh. We have that as a noun in the word. Part of it. Uh-huh. It's not that horrible language. No. No, German, I think, like English, more
German puts together different words even more structurally than we do in English. It's useful. Stimmt, im Deutschen ist es wohl doch so, dass mehrere Worte von Bedeutung zusammengesetzt werden und dadurch neue Strukturen schaffen, mehr als es das im Englischen gibt. I'm thinking about a practice to suggest to you that one of my teacher friends suggests to his students about not knowing. Ich überlege gerade, ob wir eine Praxis machen können, die einer meiner befreundeten Lehrerkollegen seinen Schülern anbietet zum Punkt des Nichtwissens. So every time you have an idea about something, this really applies to the ideas that we have about other people. Also jedes Mal, wenn wir eine Vorstellung haben, die ganz genau ist und die eine Vorstellung ist, die sich auf das Sein oder die sich auf andere Menschen bezieht. That's where we have the biggest problems, right? Damit haben wir eigentlich die meisten Probleme, richtig? Like, I have a big problem. It's a real sticking point for me is like my ideas about Donald Trump. Ich hab ein großes Problem, der bleibt auch bei mir. Ich kann mir nicht helfen. Also ich habe Vorstellungen von Donald Trump. But my friend, this teacher says, every time you have an idea about somebody, you can add the phrase, but I don't know. Und mein Freund, der Lehrer, sagt, jedes Mal, wenn du eine feste Vorstellung von jemandem hast, dann kannst du ja einfach noch zum Schluss an den Satz setzen, aber ich weiß es auch nicht. And then you can see the places where you're caught. Und dadurch kann man ziemlich gut die Stellen sehen, an denen man festhängt. It's like, no, I don't know, but Donald Trump? Nee, ich weiß nicht, aber Donald Trump. But I think the distinction is, and this is something that was taught by Martin Luther King Jr. Aber der Unterschied hier ist, und das wurde von Martin Luther King Jr. so gelehrt. We don't reject people. Wir lehnen keine Menschen ab. We don't reject sentient beings. Wir lehnen keine fühlenden Wesen ab. But we do reject the things that they do. Aber wir lehnen ab die Dinge, die sie tun. We don't identify an action with an essential being. Wir identifizieren nicht die Handlung mit dem Wesen, das es ausgeführt hat, diese Handlung. The difficult practice that we've been given, particularly in the Mahayana tradition, is that all beings are Buddha. Das ist die ziemlich schwierige Übung, die wir im Mahayana bekommen haben, alle Wesen als Buddha zu sehen. It's not all beings, but Donald Trump. Also es sind natürlich alle Wesen, nur nicht Donald Trump. And that's a real challenge. Und das ist eine echte Herausforderung. And we have big challenges. You have big challenges in your German history. Und es gibt große Herausforderungen, auch in der deutschen Geschichte gibt es dahin bezogen auch große Herausforderungen. We have big challenges in our history. Wir haben große Herausforderungen in unserer Geschichte. But the real challenge for us is, what do we do, what does each of us do as a Bodhisattva when we meet someone who's really troubling to us? Aber die eigentliche Herausforderung ist doch für uns als Bodhisattvas, was machen wir, wenn wir jemanden treffen, der uns wirklich Schwierigkeiten bereitet, der uns aufwühlt? And also then turn that practice inward. Und dann auch noch diese Praxis nach innen zu kehren, sich damit nach innen zu wenden. How do you meet the persons, the beings inside yourself that you do not like? Wie begegnet man im Inneren für sich diese Wesen, die man nicht leiden kann? How do you meet that troubled being in me? How do I meet that being with not knowing? How do I really pay attention to it and act appropriately? Wie begegne ich im Inneren dem Wesen, das ich nicht mag? Wie begegne ich im Inneren der Sichtweise des Nichtwissens? Wie begegne ich im Inneren den Aktionen, die daraus folgen? So when we go back, when I was speaking about the three minds, you go back to the second mind, this grandmotherly mind or parental mind. Wir haben ja vorhin von den drei Arten des Geistes gesprochen, und wenn das passiert, begeben wir uns zu dem Geist, den wir als zweiten klassifiziert haben, als den großmütterlichen oder zumindest als den elterlichen Geist.
I think many of us have had difficulties with our parents. Ich kann mir vorstellen, dass einige von uns vielleicht Schwierigkeiten mit ihren Eltern hatten. Maybe some of us still do. Vielleicht haben das einige auch immer noch. But ideally, aber idealerweise, parental mind is a mind of unconditional love. Ist der elterliche Geist ein Geist von unvoreingenommener Liebe. So, when your child is about to run into the street, wenn ein Kind gerade im Begriff ist, auf die Straße zu rennen, you grab them and pull them back. Greift man es und zieht es zurück. And you might even yell at them. Und es kann sogar sein, dass man sie sogar anbrüllt. That's not out of rejection, but it's out of unconditional love. Das hat nichts unbedingt mit Ablehnung zu tun, sondern das geschieht aus unvoreingenommener Liebe. So this mind doesn't always have to be nice. Dieser Geist muss also nicht von sich heraus immer freundlich sein. The Bodhisattva mind can also be strong. Der Bodhisattva Geist darf, kann auch stark sein. But the motivation is always love based on the fact that each being is a Buddha. Aber die Motivation basiert immer auf der Liebe, die sieht, dass jedes Wesen ein Buddha ist. And this is a perfect setup for me to sing you this song. Und das ist ein hervorragender Anlass oder ein hervorragender Vorgang, jetzt für euch dieses Lied zu singen. There are, I think, is it Gesena? Is that, she printed copies of the song. Und yeah. Es gibt davon sogar Kopien dieses Liedes. I'm going to sing. I'll sing a verse and I'll sing the chorus, yes. And then we'll sing the chorus again. We'll sing it four times. You'll be able to harmonize the second time. It's okay. It's very easy. Start above it, something like that. Okay. That's fine. Sehr schön. Yeah. Okay. So this song. Do you study the Lotus Sutra? Studiert ihr das Lotus Sutra hier? So the Lotus Sutra is an important Mahayana Sutra, Indian Mahayana Sutra. Also das Lotus Sutra ist ein sehr wichtiges indisches Mahayana Sutra. And it's a wonderful text. The Lotus Sutra, the center of it is about skillful means. In der Mitte oder im Zentrum des Lotus Sutras dreht es sich um die geschickten Methoden, geschickte Mittel. And it's about the Bodhisattva path. Und es handelt vom Weg des Bodhisattva. The thing is, it's very accessible and it's full of great stories. Und das Schöne daran ist, es ist wirklich leicht zu verstehen. Man kann sich gut damit, man kann es leicht erlangen und es hat wundervolle, viele schöne Geschichten. Yeah, stories, parables, very accessible. Geschichten, Parabeln, sehr, sehr gut zu erlangen. This song is a version of chapter 20 of the Lotus Sutra. Okay, dieser Song ist sozusagen eine Version, die das 20. Kapitel des Lotus Sutra wiedergibt. And really it's actually a very good version of that story. Und wirklich, also diese Version hier ist eine sehr schöne Version der Geschichte. And hopefully I will remember the words. Und ich hoffe, dass ich mich an die Worte oder an den Text erinnere. It has a chorus. I'll sing it the first time, and then all of you can sing it the next three times, and Christina can harmonize. Also genau, und es gibt einen Chorus, einen Refrain, den werde ich das erste Mal alleine singen, und dann seid ihr eingeladen, die weiteren, ich glaube, drei Male zu singen. Und wenn ich es hinkriege, singe ich noch eine Harmonie drauf. Mal gucken. There's a book called the Lotus Sutra that you really ought to know about. A holy book has the power to remove all fear and doubt. And this book tells the story of a man who means the world to me. He could just as well have been a woman, except for male hegemony. So they call him the Bodhisattva, never disparage, the Bodhisattva, never despise. And I'm making it my life's ambition to see the world through his pure eyes. Because he says, I will never disparage you or keep you at arm's length. Where you only see your weaknesses, I only see your strength. I would never despise you or put you down in any way. Because it's clear to me, I can plainly see, you'll be a Buddha someday. I love you. Now the Bodhisattva never disparaging,
that of countless kalpas in the past, in the time of the counterfeit Dharma, and he was something of an outcast, because the monks and nuns of his time, they were noted for their arrogance and vanity. And these were the folks who exercised great power and authority. But my boy, he never concerned himself if they treated him like a freak. He just bowed to everybody equally, and these are the words he'd speak. Of course, I would never disparage you or keep you at arm's length. Where you only see your weaknesses, I only see your strength. You can sing. I would never despise you or put you down in any way, because it's clear to me, I can plainly see, you'll be a Buddha someday. I love you. That's good. He never read or recited the scriptures much. He only liked to practice respect. But the monks and nuns of his time, they didn't treat it like you might expect. Instead, they cursed him, and they reviled him, and they wished that he would go, because they all had self-esteem issues, like everybody else I know. So they beat him and pelted him with clubs and stones to try to drive him away. But he just run off to a safe distance, and then he turned around and say, I would never disparage you or keep you at arm's length. Where you only see your weaknesses, I only see your strength. I would never despise you or put you down in any way, because it's clear to me, I can plainly see, you'll be a Buddha someday. I love you. And so it went on for years and years. He was the target of scorn and abuse. But still our hero, he shed no tears, nor did he ever wonder what's the use. Until he came to the end of his natural lifespan, he lay down, fixing to die. And he heard the Holy Lotus Sutra being preached up in the sky, and his life was extended for millions of years. He's living to this day. And in the pages of the Lotus Sutra, you still can hear him say, I would never disparage you or keep you at arm's length. Where you only see your weaknesses, I only see your strength. I would never despise you or put you down in any way, because it's clear to me, I can plainly see, you'll be a Buddha someday. Yes, it's clear to me, I can plainly see, you'll be a Buddha someday. I love you. I love you. I love you. Well, I could have skipped the whole talk and just sang the song. I will say I have a CD that has this song and some others out there on the table, as well as a book about the movement, the Buddhist movement in India that I was speaking of. But we have a few minutes. If you have any thoughts or questions, we have a little time for that. Also, ich hätte eigentlich nur das Lied zu singen brauchen und ich hätte mir den Talk sozusagen sparen können. Dieses Lied findet ihr tatsächlich als Teil einer CD, die sich draußen befindet, auf dem Büchertisch. Dort gibt es auch ein Buch über diese indische buddhistische Bewegung, über die ich vorhin gesprochen habe. Ein paar Minuten haben wir jetzt trotzdem noch. Und wenn ihr möchtet und Fragen habt, könnt ihr diese jetzt gerne stellen. Ganz, ganz in Kürze. Könntest du so netterweise sagen, was wir da gesungen haben? Weil mein Englisch ist nicht so gut, aber so im Kontext vielleicht mal zusammenfassen. Okay. Das mit dem Zusammenfassen ist so eine Sache. Also ich habe mir gerade die Erlaubnis abgeholt, es einmal für euch zusammenzufassen. Gehen wir doch einfach mal vielleicht eher schnell durch. Es gibt ein Buch, das nennt sich das Lotus Sutra. Das solltest du wirklich wissen. Es ist ein heiliges Buch, das die Kraft hat, alle Angst und Zweifel zu beseitigen. Und dieses Buch erzählt die Geschichte eines Mannes, der die Welt für mich bedeutet. Obwohl dieser Typ auch eine Frau hätte sein können, aber das liegt eben an der männlichen Hegemonie.
Sie nennen ihn den Bodhisattva, der niemals sich entmutigen ließe. Oder der Bodhisattva, der auch niemals jemand ablehnt. Und ich mache es zu meiner Ambition in diesem Leben, die Welt durch die Augen zu sehen, die so rein waren wie die seine. Denn er sagt, ich werde dich niemals aufgeben oder dich auf einem Arm oder dich auf Abstand halten. Wo du deine Schwächen siehst, sehe ich nur deine Stärken. Ich würde dich niemals ablehnen oder dich auf irgendeine Weise runtermachen. Denn mir ist es klar, ich kann es ganz deutlich sehen, du wirst eines Tages auch ein Buddha sein. Ich glaube, es ist hauptsächlich der Refrain. Ja. Okay, soll ich weitermachen? Okay. Der Bodhisattva, der niemals aufgab, er lebte zahllose Kaipas in der Vergangenheit, in einer Zeit, in der es einen gekünstelten Dharma gab. Und manchmal war er auch sowas wie ein Outcast. Und die Mönche und Nonnen in seiner Zeit waren ziemlich bekannt dafür, dass sie schon arrogant und auch ein bisschen eitel waren. Und diese Leute, die halt große Macht und die Regierung sogar bildeten und ausübten, aber mein Typ, mein Junge, hat sich niemals damit abgegeben und sie haben ihn echt behandelt, als wäre er ein Freak. Aber er hat sich nur vor jedem verbeugt und sie alle gleich gehalten und ihnen diese schönen Worte gesagt. Und dann kommt wieder der Chorus. Okay. That's only half. That's half. Just wait. Und er hat auch niemals die Schriften wirklich laut gelesen oder rezitiert. Was er praktizierte, war sein Respekt. Die Mönche und Nonnen seiner Zeit mochten das nicht und man kann erwarten, dass sie ziemlich gemein zu ihm waren. Sie verfluchten ihn und waren fies und sie wünschten, er würde gehen, denn die alle hatten ziemliche Probleme mit ihrem Self-Esteem, mit ihrem Selbstbewusstsein, genau. Wie übrigens die meisten, die ich auch kenne. Und sie so schlugen sie ihm und sie haben ihn weich geklopft mit Steinen und mit Danke. Und sie haben es auch versucht, ihn fortzuschicken. Aber er ist nur auf Abstand gegangen und hat sich umgedreht und ihnen gesagt, Refrain. Okay. Und so ging das für Jahr. Und er war immer noch die Zielscheibe von Zorn und allem schlimm. Aber unser Held hat niemals eine Träne vergossen oder hat sich auch nicht gefragt, warum er das tun sollte. Bis er an das Ende seiner natürlichen Lebensspanne kam. Und da legte er sich hin und war bereit zu sterben. Und dann hörte er das heilige Lotus Sutra gepredigt vor ihm, über ihm im Himmel. Und sein Leben war ausgedehnt für Millionen Jahre. Und ich glaube, er lebt noch bis heute. Und in den Seiten des Lotus Sutras kannst du ihn auch sagen oder kannst du ihn genau das sagen hören. Chorus dreimal I love you hinten dran. So, questions. Und jetzt bitte Fragen. Ich kenne das aus dem Umfeld, aus dem ich komme, dass es immer heißt, so ja, ein Lehrer muss 10-mal gefragt werden, bevor er Unterweisungen gibt. Und ein bisschen spüre ich auch so die Haltung, vielleicht auch sogar in Deutschland. Und aus Amerika kenne ich halt diesen Engaged Buddhism. Und das alles, was er gesagt hat, was sie in der Gesellschaft tun. Und jetzt frage ich mich so, was ist der Drive, ja? Also rauszugehen, ohne jetzt ja, man will ja nicht missionieren. Nicht, das sei gleich die. Also Abstand zu nehmen zum Missionieren, aber trotzdem in die Welt rauszugehen und da was verändern zu wollen mit Aktionen. Genau, also was dahinter steht, ne, was ja auch irgendwie anders ist als das, wie ich das hier so erfahre. I think you have to look at what's going on around you. It may be going on in your family, it may be going on in your community, it may be going on in your nation. Du musst erstmal gucken, genau, was befindet sich um dich herum? Was findet um dich herum statt? Was passiert in deiner Familie? Was passiert in deiner Nation? Oder in deiner Gemeinschaft. You can never know precisely what the effect is of what you're going to do. Du weißt nämlich nicht oder du kannst es nicht präzise wissen, was das Ergebnis deiner Bemühungen und Anstrengungen sein wird. Das kannst du nicht. As best you can determine what your motivation is. Das, was du kannst, ist am besten noch zu beschließen, was deine Motivation ist.
So the motivation of practice, whether it's engaged, whether it's so-called engaged Buddhist practice or just straightforward practice, is to connect rather than to divide. Und die Motivation dieser Praxis, ob man das jetzt nun engagierten Buddhismus nennt oder überhaupt eine Übung, die Motivation sollte sein, Verbindungen herzustellen, zu verbinden, anstatt zu trennen. Some of us come to Buddhism because we feel really disconnected to ourselves. Einige von uns kommen zu Buddhismus, weil wir uns von uns selbst getrennt fühlen, nicht verbunden mit an uns selbst sind. And so our practice, our teachers, our friends can help us do that, can help us connect with ourselves. Ja, und so kann uns unsere Praxis, unsere Lehrer, unsere Freunde, die können uns dabei helfen, dass wir uns erst wieder mit uns selbst verbinden. But it doesn't work just one way. Aber das geht eben nicht nur in eine Richtung. Es funktioniert nicht nur in eine Richtung. Sometimes in order to connect with myself, I have to connect with others. Manchmal, um mich mit mir selbst zu verbinden, muss ich mich mit anderen verbinden. And sometimes in order to connect with others, I really have to do a lot of work with myself. Und manchmal, um mich mit anderen zu verbinden, muss ich an mir selbst erstmal eine Menge Arbeit leisten. So I teach in a Buddhist chaplaincy training program for chaplains in hospitals and in prisons. Also ich lehre an einer buddhistischen Einrichtung, die Chaplains ausbildet. Chaplains, das sind, ich weiß gar nicht, ob es diesen Begriff in Deutsch gibt, aber das sind Menschen, die zum Beispiel in Krankenhäusern arbeiten und ich glaube auch bei Sterbebegleitern sind, ne? Ja. And that's engaged Buddhism. And what we've learned, it's a 2-year program. Und das ist, also das ist, was wir engagierten Buddhismus nennen, oder das ist Teil davon. Und dieses Programm dauert 2 Jahre. What we've learned is we actually have to start with what we call inner chaplaincy. Und wir haben gelernt, dass wir erstmal mit etwas beginnen müssen, dass wir den inneren Chaplain, also den inneren wahrscheinlich Sterbebegleiter dann nennen. Before we are able to work with others, we have to be able to know what's going on within ourselves. Ehe wir in der Lage sind, mit anderen zu arbeiten, müssen wir erstmal wissen, was sich in uns überhaupt tut, was in uns vorgeht. So in light of what I've been talking about tonight, first you have to cultivate not knowing. Im Lichte dessen, was ich heute Abend gelehrt habe, gilt es als erstes, das Nichtwissen zu kultivieren. Then to bear witness, whether it's to yourself or to the circumstances around you. Dann in der Lage zu sein, etwas zu bezeugen, ob es nun Umstände sind, die sich in dir abspielen oder außerhalb von dir. And then have a response, an appropriate response. Und dem Ganzen anständig zu begegnen. One of the things that's been a problem in some traditions is this idea that you need to wait until you're enlightened before you act. Ja. Es ist ein Problem oder ein Verständnisproblem, das vielleicht über manche Traditionen heraufgekommen ist, dass man erstmal warten muss, bis man erleuchtet ist, um dann handeln zu können. You know, you could be waiting, you could miss your life. Dadurch könnte man sein gesamtes Leben verpassen. The best I can do is to ask myself, is my wish to connect or is it to divide? Das Beste, was ich machen kann, ist erstmal mich zu fragen, habe ich den Wunsch zu verbinden, Verbindungen zu stiften, oder ist es mein Wunsch zu trennen? And to recognize that I may make mistakes. Und auch zu wahrzunehmen, dass ich vielleicht hin und wieder Fehler mache. Take responsibility for those mistakes and begin again. Dann übernimm die Verantwortung für diese Fehler und fang von vorne an, fang von neuem an. You know, I'm aware that we're over time, but I just, one more thing I want to say. It's like, there's an expression in the Zen tradition about what I've been doing tonight, giving a talk. Mir ist klar, dass wir jetzt schon ein bisschen die Zeit überzogen haben, aber ich möchte gerne noch etwas sagen. Und zwar gibt es im Zen-Buddhismus einen Ausdruck für das, was ich heute Abend gelehrt habe. That expression is making a mistake on purpose. dieser Ausdruck heißt, einen Fehler mit Absicht machen. So, please forgive me. Bitte vergib mir. But do your work. This world needs you. Needs all of you. Macht eure Arbeit. Die Welt braucht euch. Die braucht jeden von euch. And have teachers and good friends. When you're confused, go to them and ask for help. Und habt Freunde und Lehrer. Und wenn es in euch Verwirrung gibt, wenn ihr verwirrt seid, geht zu diesen Freunden, Lehrern und fragt und bittet um deren Hilfe. Fragt nach Hilfe. We are not alone.
And what the Buddha did, immediately what he did was he created a community. Wir sind nicht alleine. Und wir, der Buddha hat es auch gemacht. Was hat der Buddha unmittelbar gemacht? Er hat eine Gemeinschaft geschaffen. And for part of the year, they always came back into community to help each other. Und für einige Teile des Jahres oder manche Mal im Jahr sind sie alle zusammengekommen und haben sich als Gemeinschaft gegenseitig unterstützt und geholfen. We can do that. Und das können wir auch. So, thank you very much and good night. Dankeschön und gute Nacht. So glad to be here. Ich bin wirklich froh, hier zu sein. And thank you to Christina. It's just fantastic translating. Oh, Dankeschön. Yes. Danke sehr. Ja, da schließe ich mich auch gerne im Namen des Tibetischen Zentrums nochmal an. Vielen Dank, dass ihr beide da wart, dass du uns die Stimme in Deutsch gegeben hast. Und ich hoffe sehr, dass wir euch beide wiedersehen hier. Und wünsche allen, die hier vor Ort sich aufgemacht haben, einen schönen Weg nach Hause. Kommt gut heim.